Geistig Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo Männer, heute wollte ich mir mal das Weinisch-Manuskript angucken. Nimm doch mal nicht übel, dass ich nicht die ganze Zeit in die Kamera gucke. Ich muss ein bisschen auf den Bildschirm gucken, deswegen. Und ein bisschen lesen. Sorry dafür. Als allererstes, ich will euch jetzt in dem Video mal eine kleine andere Sicht auf das Ding geben. Oder zumindest sagen wir mal meine Sicht. Und eventuell einen Anreiz, da vielleicht selber auch mal aktiv zu werden. Ne? Inspiriert hat mich der Tekut Eli. Liebe Grüße an der Stelle. Ich werde seinen Kanal unten in der Videobeschreibung verlinken. Der beschäftigt sich schon länger mit Sprache etc. und so, und ich hatte ihn da im Zuge meines Kalendervideos, hatten wir da ein bisschen gequatscht, und da sagt er halt, ey Mensch, wenn du das jetzt so und bla und ne, wegen dem Kalender, dann könnte das in dem Weinisch ja eine Seite davon, hat er mir dann gezeigt, wo er sagt, das könnte ja irgendwas mit dem Kalender zu tun haben. Da habe ich gleich gesagt, der Volltreffer, ne? Und dann dachte ich halt so, dass man, wenn man das jetzt übersetzen möchte, ja, dass man dann eben da rangeht, wo man bildlich schon mal einen Bezug hat, dass man wenigstens mal weiß, um was es sich im Text handeln könnte. Ne? Also wenn die da vom Kalender reden und erzählt einer was von einer Übersetzung, dass sie dort, weiß wie sich mit einem Wagen an die Wand geknallt sind und sich ein Blödsinn. Wer das glauben will, schaltet ab, glaubt euren Müll und leckt uns am Arsch. Für alle anderen, jetzt schnallt euch mal an. Ja, also erstmal habe ich mir einfach mal ein paar Sachen durchgelesen über Weinisch Manuskript. Ich habe jetzt hier einige Artikel rausgesucht. Ich denke mal, ich werde die Links alle unten reinhauen, wobei das natürlich sinnlose Arbeit ist. Einfach nur, damit ihr es gesehen habt, dass ihr euch das auch mal angucken könnt. Also grundlegend, bevor wir uns das jetzt angucken, es, was hängen bleiben soll, ist, das ist übersetzt, geh weiter arbeiten, halt's Maul und zahl Sklaven, Steuern, Entschuldigung. Ne? Aber wenn man dann mal ein bisschen näher drauf eingeht, dann stellt man ziemlich schnell fest, na warte mal, die Überschrift. Also gut, hier steht halt da, Brite behauptet, Weinisch Manuskript entziffert zu haben. Vorher steht aber da, FBI scheiterte daran. Ne? Also hier wird schon wieder schön, wird er wieder schön programmiert, ne? Von den Dreckochen. Und naja, da können wir ja ein bisschen gegenprogrammieren, ne? Das ist ja kein Problem. Also FBI scheiterte, das impliziert ja jetzt jeden, ja, das ist unmöglich, wenn die das nicht können. Und der Brite kann es auch nicht und dann kann das niemand und ich gehe weiterarbeiten. Ja, nee, musste nicht, Digga. Ne? Also ich will jetzt nicht jetzt hier alles vorlesen. Ich habe mir ein paar Sachen markiert gehabt, das ist jetzt leider hier weg. Ich lese euch jetzt einfach mal das ein bisschen vor. Die nächsten Artikel gehen wir dann schneller durch, dass wir dann zum Ende hin uns dann mal das Weinisch angucken. Das Volkslatein oder Vulgärlatein, was ist noch? Das Clownslatein, das Pommesbudenlatein, Althochdeutsch, Junge, seid ihr behindert, Mann? Oh, das ist echt nicht auszuhalten, ne? Weiter. Wie Proto-Romanisch auch genannt? Proto-Romanisch, hast du das schon mal gehört, Junge? Meine Fresse, was steht denn da nächstes Jahr? Klauno-Romatisch, Mappetschow-Romatisch und Hebräisch und alles, ne? Das ist Clownsnamen, meine Fresse. Na egal. Auch genannt wird. Stimme dem Bericht nach nicht unbedingt mit dem lateinischen, litarischen Latein überein. Es gibt nicht nur Latein, es gibt nur 600 Millionen andere Lateins, damit sie ihren Müll wieder hinpischen können. Ne? Naja, es galt daher als Alltagssprache. Es ist inzwischen zwar ausgestorben, stehe aber in Verbindung zu heutigen Sprachen wie Portugiesisch, bla bla bla. Erstmal nicht unbedingt, das heißt übersetzt, keine Ahnung. Ne? Oder stehe aber in Verbindung. Also das ist nicht bewiesen oder irgendwas, es könnte sein. Ne? Sie wissen das natürlich nicht, die Sprachforscher, weil sie alle ein Brett vorm Kopf haben, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Naja, ich will mich nicht aufregen. Also das ist halt hier wieder Glaskugel lesen. Ne? Da hat ja immer die Glaskugel rausgeholt, irgendeine Brite. Und, naja. Was auch noch, also erstens mal, ne, der britische Wissenschaftler will es nun geknackt haben, haben wir jetzt hier, ne? Ich markiere euch das nochmal, ich hoffe, das sieht man ja. Ja, wo ist hier meine übersetzte Seite? Wenigstens mal ein Satz, ein Wort, ein Wort.
Nö. Warum ohne? Wenn man was übersetzt, muss man ja nicht zeigen, dass man was übersetzt hat. Nö, man redet einfach die ganze Zeit drumherum. Mhm. Gucken wir mal weiter. So, hier haben wir jetzt virtuelles Museum, Voynich Manuskript. Ist natürlich immer Voynich Manuskript. Video privat, ne? Die Zensurhexe hat sie wieder zugeschlagen. So, pass auf. Thema Programmieren. Wie gesagt, ich mache jetzt hier nur einen großen, groben Überblick. Ich habe mir den Mist tatsächlich durchgelesen. Wenn ihr das richtig reinsteigen wollt und seht, was die psychisch hier mit euch machen, dann müsst ihr den Mist mal lesen und mal ein bisschen das Hirn anstrengen. Ne? Dann fällt ihr das schon auf. So, pass auf. Das Buch ist in einer erfundenen, unentschlüsselbaren Schrift ohne Sinn abgefasst. Was? Wer hat denn das geschrieben hier? Wer ist denn hier der Autor von dem Artikel, Alter? Was ist, was, Digga? Wenn du die ganze Zeit deines Lebens an der kalten Wand schläfst, Digga, da kommt dann solche Scheiße bei raus. Mach doch mal die Heizung an, Digga. Oder hol dir mal eine Decke oder ein Fell oder irgendwas oder keine Ahnung. Also, es ist in einer erfundenen Sprache, in unerklärlich, alles unnachvollziehbar und ihr braucht es euch gar nicht angucken, geht weiterarbeiten. Aufbauend auf die vorherige These wird das Voynich-Manuskript als bewusste Fälschung bezeichnet. Also die haben eine erfundene Sprache, eine erfundene Schrift, haben sie dann bewusst nochmal gefälscht. Die Nein. Der Text ist nicht verschlüsselt. Unentschlüsselbare Schrift. Das bedeutet ja, dass er verschlüsselt ist. Ne? Wir sind hier einen, zwei Punkte weiter. Der Text ist nicht verschlüsselt. Na gut, lesen wir mal weiter. Sondern in einer unbekannten Sprache bzw. einem unbekannten Schriftsystem verfasst. Es handelt sich um ein bewusst verschlüsseltes Werk. Sag mal, gibt es hier einen Preis, irgendwie einen deutschen Preis des Widerspruchs? Gibt es das, dass man sich in vier Sätzen dreimal selber widerspricht? Wisst ihr, und das, ich kenne das nicht mehr, das passt auf keine Kuh, Leute, ne? Und das sind sie ja mit schönen Internetseiten und ihr glaubt das alles, den Dreck, den die hier schreiben. Muss ich fünfmal widersprechen in fünf Zeilen, Alter. What the fuck? Ne? Lest euch selber durch diese gequirlte Scheiße. Diese ist doch hirnkrank, Alter. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es tut mir leid für den Autor hier, aber löscht den Müll, Alter. Was bist denn mit dir nicht richtig, Junge? Nur Dünnschiss, ne? So, weiter. Hier ist jetzt das Voynich-Manuskript. Das könnt ihr euch, haue ich euch unten Link in der Beschreibung, könnt ihr euch einfach in der Suche bei DuckDuckGo oder Google oder was weiß ich, nehmt aber lieber DuckDuckGo oder irgendwas anderes, nicht Google, und da könnt ihr euch selber mal ein paar Seiten angucken. Hier war dann der nächste Dings, hat ein Algorithmus das Voynich-Manuskript entschlüsselt, und jetzt kommst du ja wieder mit der KI-Scheiße, guckt doch bitte auf meinen Zweitkanal, das KI-Video. Also langsam habe ich, ich weiß es nicht, ob das noch Sinn hat. Ja, die sind alle total verblödet. Was ist denn hier los? What the fuck? Die Leute glauben das auch noch, ne? Ja, die KI, die wird schon richten. Ne? Ich hoffe mal, die KI gibt nie die Anweisungen, mit der Menschheit auszurotten, weil ihr Vollidioten das noch ausführen würdet. Meine Fresse, Alter. Ne? Und Live-Vergewaltigungen auf dem Marktplatz mit Live-Übertragung oder was? Dass die scheiß Kinderficker hier ihren Sieg haben. Ihr müsst doch nicht mal ganz dicht sein, Alter. KI, die KI hat es gesagt. Meine, ach hier, Algorithmus, das ist keine KI, das ist ein Algorithmus, ne? Der selber denkende Algorithmus, ihr Vollidioten, ey. Lecker mir, Alter. Naja, lesen wir mal den Scheißdreck hier. Codebrecher, bla bla bla, wo's hier ein Wort übersetzt. In der Studie, bla bla bla, welchen Inhalt hat das Manuskript? Das Ding hat 200 Seiten, ne? Da schreiben die hier zwei Absätze. Bla 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 bla. Wo ist denn mal ein Übersetzer? Ich möchte mal, es ist doch übersetzt. Der Algorithmus hier, die KI hat es doch jetzt geknackt.
Wo ist denn mal ein übersetztes Wort von der scheiß KI, Junge? Meine Fresse, ey. Ich verlinke unten nochmal das KI-Video. Ihr müsst das euch mal angucken. Na, egal. So, ne, ist ja hier alles entschlüsselt. So, jetzt ist der normale Durchschnittswähler. Der liest jetzt hier, bab, bei Manuskript, Feierabend, ne, das Gehirn wieder voll, dann mit Scheiße zugebummt. Ja, ihr müsst auch mal bis zu Ende lesen. Bop, bop, bop. Hab ich euch mal was. Nein, jetzt habe ich das, weil ich wild drauf rumgehackt habe, habe ich das weg, aber ich finde es jetzt gleich wieder. Obwohl der Algorithmus 80% des Textes als Hebräisch identifiziert hat, bleiben damit immer noch die restlichen 20%. Also das heißt nicht, dass sie das mit Hebräisch übersetzt haben. Hier steht, die haben das als Hebräisch identifiziert, aber dieser ganze Müll mit ergibt keinen Sinn bei Hebräisch. Deswegen könnt ihr euch nichts übersetzen, weil es Schwachsinn ist. Ne? Und 20% können sie gar nicht entschlüsseln. Aha. Ne? Lautverschiebung, habt ihr damals schon mal gehört? Babylonische Sprachverwirrung schon mal gehört? Herzkammerton, Anhebung 1903, ist alles, ne? Lautverschiebung in den Sprachen, gibt's nicht. Verschwörungstheorie, ne? Also KI hier, ne? Habt ihr's, die hat irgendeinen Müll rausgehauen, keine Übersetzung, kein Wort, nichts, ne? Hier wird einfach nur bla bla bla, bla bla bla. Super. Ne? Gut, machen wir weiter. Wie gesagt, ihr könnt es selber euch mal durchlesen. Hier gibt es jetzt, das ist auch wieder interessant, hier gibt es jetzt auf Amazon ein Taschenbuch für 65 Euro. Ich verkaufe überall so einen Schrott, ey. Wenn das so weitergeht, Jungs, da steige ich da um mit ein, wisst ihr? Keine Ahnung. Also wenn ich noch ein paar ihr Licht an hätten hier und ich ab und zu mal einen Kommentar kriegen würde, wo ich sehe, aha, es ist noch einer da, der seine Rübe noch benutzen kann, ich würde eure Seite wechseln, Jungs. Wisst ihr, das ist so einfach, die ganzen Leute zu verarschen, es ist so hohl alles, unfassbar. Naja, auf jeden Fall gibt es hier eine Übersetzung, die ersten 13 Seiten bei 200 Seiten, könnt ihr euch jetzt selber mal hochrechnen, was die Übersetzung von dem Buch kostet. Naja. Wird aber auch nichts dazu hingeschrieben, ne, also keine Information, keine Bewertung, aber wahrscheinlich selber gegeben, ne. Und naja, das Beispiel ist vielleicht mysteriös, bla bla bla, Rätsel, bla. Die ersten 13 Anleitungen zum Weiterforschen, super, ne, wie zum Weiterforschen, ich denke, es ist entschlüsselt, was muss ich denn da forschen, da habe ich eine Übersetzung, einen Code, wie ein Dictionary und dann übersetze ich das doch. Warum muss ich denn da noch forschen? Ah, weil ich nicht hab. Oh, scheiße, ne? Weiter. Ist das Mysterium Manuskript entschlüsselt? Hier setzen sie ja wenigstens noch das Fragezeichen. Ne? Hier haben wir wieder britische Wissenschaftler. Ne? Hat man am Anfang schon mal. So, da habe ich mir das hier markiert. Das lese ich euch jetzt mal vor hier, dem Dings. Schau, die Nummern sind dann immer unten, die Links, ne? Da sich Sprache und Schriftsystem aufgeklärt haben, also die wissen, was es ist, können es aber noch nicht übersetzen, ne? Können Wissenschaftler das Manuskript nun analysieren? Die können es nicht übersetzen. Die analysieren jetzt ihren Schwachsinn, die nehmen jetzt Hebräisch oder Latein und Müll, das passt ja nicht. Dann müssen sie so lange analysieren, bis er wieder rauskommt, da ist mit einem großen Wagen gegen die Wand geknallt, ne? Das war ja, was die aufgeschrieben haben. Ne? So klar, damals war es ja absolut kein Problem, an Papier ranzukommen. Ne? Hatte jeder ein Papierpresse daheim gehabt. Tinte und so, jeder ein Tinten. Ne? Hatte, also alle. Digga, warum reden wir überhaupt? Ne? Hat jeder daheim gehabt, 1500, ist doch klar. Ne, aber so weit denkt halt keiner. Na gut. Zum ersten Mal lässt sich nun der wahre sprachliche und informative Inhalt des Manuskripts erkunden. Nicht übersetzen, ne? Meinte, bla bla bla, meinte. Man darf also gespannt sein. Oh, ah, schön, jetzt darf ich mich wieder freuen. Uiuiui, ne? Oh, 1000 Jahre wieder warten und dann zu lesen, da hast du mit dem großen Wagen gegen die Wand geknallt. Man darf also gespannt sein, wie die Voynich-Manuskript-Gemeinde, gibt es jetzt auch einen Ort, ne?
auf seine Thesen reagieren wird und ob seine Erklärungen wirklich die Wende in der erstaunlichen Forschungsgeschichte des geheimnisumwitterten Werks bringen wird. Naja. Irgendeine Quelle, Universität, Schwurbelage, bla, bla, bla. So, er hat es also übersetzt, er hat die Schrift entschlüsselt, er hat den Text, er hat alles, ne, alles ist durch, der weiß alles, wo ist hier die Übersetzung, wo ist hier ein einziges, ein Wort, mehr verlange ich nicht, ein Wort, meinetwegen mit drei Buchstaben, in der, die, das oder so, hätte man doch mal übersetzen können, ne, als Beispiel, als Beweis, dass er irgendwas hat, nö, ne, nö, scheißegal, der erzählt das einfach und dann glauben das alle, der erzähle ich es so einfach. Ich weiß das. Gebt mir mal 2000 Euro, dann verrate ich es euch, was da drin steht. Dann schreibe ich euch irgendeinen Scheiß zusammen, dass er mit dem großen Machen nicht an die Wand geknallt ist. Der ist hinten an die Wand geknallt, weißt du? Weißt du? Ach, wir brauchen eine Klapsmühle für 70 Millionen Leute. Das ist jetzt eine Seite, eine englische Seite, die habe ich mir mit irgendeinem Add-on hier, keine Ahnung, irgendeinen Übersetzer habe ich mit übersetzt. Also ein Original ist das Englisch, wenn ihr auf den Link klickt. Da steht dann, hier werden Sprache und Schriftsystem erklärt, damit andere Wissenschaftler die Handschrift nach ihrem sprachlichen informativen Inhalt erkunden können. Also hier geht es auch wieder nicht um Übersetzen, hier geht es um Erkundungstouren, ne? Dass man mal ein bisschen guckt und bla bla bla. Naja, ich glaube, ein Zwilling haben wir noch und dann ist gut. Haben russische Forscher den Code des Manuskripts geknackt? Ja, ich denke, ihr wisst jetzt die Antwort auch schon. Nö, die haben schon einen Müll zusammengereimt und hoffen jetzt, dass ihr das glaubt, dass da mit dem Wagen gegen die Wand geknallt ist. Ne? So, jetzt wäre es ja vielleicht wieder so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, die haben das vielleicht geknackt. Man könnte jetzt mal ein Beispiel liefern. Wir sagen jetzt mal Papier. Das Wort Papier, mir ist einfach ausgedacht, ne? Muss ja vielleicht oder könnte oder Sonne oder was weiß ich, irgendwas wird da drinnen stehen. Nur grün, die Pflanzen, die da drinnen sind, werden dann sehen. Grün, das muss ja irgendwo mal drinnen stehen, wisst ihr? Oder, na gut, es ist gemalt, da könnte sein, dass es weggelassen wurde. Aber solche Hinweise eben mit Wasser oder Baum, was man so universelle Sprache, also ich weiß nicht, ob ihr das versteht, weil ein Baum ist immer ein Baum, ne? Ne, das ist nicht nur, weil man das anders nennt, das ist egal, das ist ein Baum. Da muss man halt angucken, ein Baum und dann das Wort finden und dann kann man es einfach übersetzen, ne? Und ja, anstatt eine Übersetzung, bringen Sie das Beispiel, jetzt haltet euch fest, alle meine Enten schwimmen auf dem See. Warum sollte man jetzt auch hier einen Satz aus dem Voynich-Manuskript nehmen? Also sie erklären das euch dann ja anhand... Ach nee, der ist mir einfach zu dumm, der. Komm mal weiter. Er gibt eine Lobe, vermeldet durch, bla, 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 wieder kein Beispiel, nix. Ne? Null. Niada, guckt selber, wie gesagt, lobt mir nix. Ihr habt selber, könnt ihr selber probieren. So, und hier habe ich dann vielleicht was gefunden, das weiß ich aber nicht. Was uns oder allgemein die Menschheit da mal in der Geschichte mal ein bisschen weiterbringen können, ich bin mir aber nicht sicher, kann das so alles Hoax sein oder so. Also hier geht es wohl um eine um ein Musical, wenn ich das jetzt, oder warte mal, Theaterstück, Entschuldigung, es geht hier um ein Theaterstück, Agnes oder das Geheimnis von Schloss Blutenburg, ist. Also dieses, jetzt kommt, glaube ich, hier dieses Theaterstück. Und dann schreibt dieser Autor, ich weiß nicht, ob es Frau oder Mann ist, ist ja egal, wie ich mir sagen, ist einfach mal Autor oder Autorin, schreibt eben jetzt hier, dass, genau, auf der Suche nach einer Inspiration beschloss ich, das Schloss Blutenburg zu besuchen. Also so wie es geschrieben ist, hat es eine Frau geschrieben. Und dort fand ich unerwartet, in einer Ausstellung wieder das Voynich-Manuskript mit Übersetzung präsentiert. Also wahrscheinlich wird das diese Schwachsinnsübersetzung sein. Aber schon mal interessant, dass das dort aufgestellt wurde. Und sie geht jetzt mal noch drauf ein. Also es ist wohl ein Teil, hat sie hier wohl mit reingenommen. Das steht dann hier unten.
Damit endete das Manuskript, also mit so einer kleinen Geschichte oder so, ne? Hier, aber wie gesagt, das Manuskript hat 200 noch was Seiten, dann gleich. Und ja, kann sein, dass das hier vielleicht doch rausgefunden ist, aber ich denke, das ist ja wieder an Haaren herbeigezogener Glaskugel-Scheiß, ne? Die haben da irgendwelchen Müll übersetzt und haben das dann alles so lange hin und her gedreht, bis da mal halbwegs was Vernünftiges rauskommt. Meine Meinung, ne? Ich habe ja die Übersetzung gesehen. Gibt es auch nicht die Übersetzung, ne? Ist klar. Sie hat es wohl gesehen, keine Ahnung. Ich habe es nicht gefunden, ich habe lange gesucht. Aber in, also auf der Ausstellung, ich finde es jetzt nicht mehr hier im Text, hat sie dann erwähnt, doch, nee, warte mal, es stand hier, es stand ganz oben dann nochmal Dr. Johannes Hartlieb. Und in der Ausstellung auf diesem Schloss Blutenburg stand wohl, dass dieses Ding diesem Dr. Johannes Hartlieb zugesprochen wurde. Und dazu auch die Übersetzung. Jetzt wird's lustig, jetzt geht's richtig los. Jetzt habe ich mal nach dem Typ geguckt. Und das ist eben ein, was ist das? Deutscher Arzt, Leibarzt, Gelehrter, Rat, Diplomat, Hofdichter und frühhumanistischer Übersetzer am Hof des Wittelsbacher in München. Also, ne, das ist wieder so, wie nennt man das? Universalgelehrte. Also das ist wahrscheinlich hier so ein Tesla aus seiner Zeit oder Elon Musk aus seiner Zeit oder Archimedes. Ne? Das ist wahrscheinlich hier der Messias gewesen von damals. Naja, pass auf, interessant ist aber, kann natürlich schon alles Müll sein. Ne? Hier wichtigste Werke, die ihm zugeordnet sind, wobei wieder abgestritten wird, dass die ihm zugeordnet waren. Das Kräuterbuch oder Kräuterbuch. Das Kräuterbuch zählt zu den medizinischen Schriften Hartliebs und zwischen 1435 und 1450 entstanden. Das werdet dann auch mal im Wollnisch-Manuskript sehen. Diese ganzen Pflanzen, die da zu sehen sind. Ne, ich meine, er hat schon ein Kräuterbuch geschrieben. Und ihr werdet dann, denke ich mal, auch verstehen, warum, dass er dieses Wollnisch eben nicht als seins ausgegeben hat und so. Wenn es das ist, es passt aber ziemlich gut. Dann hier noch das Buch aller verbotenen Kunst. Ne, da geht es dann um magische Sachen und etc. Und da ist interessant, dass oft gesagt wird, ja, dass das Buch ein Geheimkodex wäre für Zauberei. Ne? Dann gucken alle in das Wollnisch und verstehen das nicht. Ne? Das ist ein anderes Buch, Jungs. Ne? Das ist halt... Beim Abschreiben passieren Fehler. Ich schreibe jetzt hier auch nur ab, ist klar, ne? Bloß ich interpretiere das halt mal ein bisschen anders und sehe halt diese Stümperhaftigkeit, sage ich jetzt mal. Na gut. Also ich denke mal, vielleicht ist das wirklich der Mann, der das Ding geschrieben hat, ist aber am Ende egal. Wichtig ist nur, dass er eben Hofdichter und Übersetzer. So. Und da sind wir jetzt schon wieder beim Tek und Eli. Und zwar die althochdeutsche Sprache. Jetzt wird natürlich jeder sagen, oh, der Althochdeutsche, wäre doch schon längst übersetzt, das meine ich, Manuskript. So einfach ist das nicht. Ne? Da gab es noch so einen Verein, der nennt sich Kirche, die haben 500 Jahre ein bisschen mit dem Schwert sind, die durch Europa und so, und haben ein paar Feuer gelegt und so, und da sind ein paar Bücher verbrannt, ne? So nebenbei. Und ja, da ist natürlich viel Wissen verloren gegangen, oder Erster, Zweiter Weltkrieg, Hitler, Napoleonkrieg, und das kannst du ja, solange wie du da an der Geschichte zurückguckst, kannst du immer wieder feststellen, okay, das Wissen ist immer mal, pff, ne, the great reset. Und interessant ist das halt, weil es gibt ja Schriften von ihm, und ich vermute mal, dass das so ähnlich ist wie bei uns heutzutage, dass eben, wenn er Gelehrtenbücher geschrieben hat oder was weiß ich, dass er da vermeintlich sich auch eines allgemeinen Deutschs Gebrauch gemacht hat, sag ich mal, oder Althochdeutsch. Ne? Und wenn er jetzt was schreiben will, was vielleicht nicht für die ganze gesamte Öffentlichkeit ist, nur eine Theorie von mir, dass es eben halt in seinem Dialekt geschrieben hat oder so. Ne? Also wenn ich jetzt im Dialekt, in Sachsen oder in Bayern im Dialekt, was auf Papier dringen würde, das kann kein anderer aus Deutschland lesen, kannst du vergessen. Vielleicht die Hessen und die aus dem Norden oben, die Friesen, aber sonst kannst du vergessen, die sind alle hinterm Mond. Deswegen sollte ja die,
die Sachsen, deswegen werden ja immer so runtergemacht, ne? Sachsens, Angelsachsen, Engländer. Ne? Naja. Guck da mal nach dem sächsischen König und sächsischen Königreich und so, und da werdet ihr euch bald kaputt lachen. Also, wie gesagt, meine Idee oder mein Vorschlag ist es, vielleicht sich die Sachen hier von ihm nochmal anzugucken. Da gibt es ja nur ein paar Schriften noch, wo angeblich eben nachgewiesen ist, dass er das geschrieben hat. Und dann könnte man, vielleicht ist es ein Stück Puzzlestück. Ne? Ich mache es einfach mal weiter an der Stelle. Vielleicht bringt es ihm einen oder anderen Fall. Vielleicht ist es so Hoax, ich weiß es nicht. Ne? Ich wollte es euch nur einfach mal gezeigt haben. So, hier haben wir jetzt, ich hatte es vorhin schon mal aufgemacht. Hier haben wir jetzt das Manuskript, das liegt wohl oder lag wohl an der Yale-Universität. Das seht ihr hier. Wir gucken jetzt mal rein. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier noch einen Link habe. Ja, ich habe noch ein paar. Und zwar, wir blättern jetzt einfach mal ein bisschen durch. Wie gesagt, ihr könnt euch das selber angucken, das kostet nichts. Wir haben jetzt hier ein paar Pflanzen. Und ich will mit euch, gehen wir die einfach mal durch. Das sind jetzt erstmal, ich sage jetzt mal, auf den ersten Blick sind das uns fremde Pflanzen, die wir nicht kennen. Die es wohl auch jetzt zur aktuellen Zeit nicht auf unserem Planeten gibt oder nicht viele oder ne, vielleicht nur im Urwald oder sonst wo. Und ja, das ist auf den ersten Blick, also vor Jahren, ich bin ehrlich zu euch, vor Jahren, wo ich mir das erste Mal angeguckt habe, habe ich gedacht, der Typ hat ein bisschen zu viel gehocht oder auch schon was, weißt du? Oder, ne? Keine Ahnung, man wissen es ja nicht, ne? Ah, aber im Laufe der Zeit habe ich halt auch viel, viele Sachen gemacht oder Experimente und so, und halt auch viel gelesen, viel beschäftigt, ich will also nicht zu lange nerven, wir klicken jetzt mal ein bisschen schneller durch, ich will auf die Seite 70, da will ich euch mal was zeigen, und zwar, bei dieser Pflanze, das ist, also ich habe dann gesagt, das ist die, eine der wenigen, die ich hier erkenne, das ist eine Mohnpflanze, Jungs, ne? So, jetzt gucken wir mal, ich habe das euch mal rausgesucht hier, Mohn, und hier, naja, ne, ist nicht optimal. Ich meine, malt ihr mal eine Mohnpflanze? Also Hut ab, dass der Typ das hier so gut hingekriegt hat, dass ich das nach 300 Jahren oder 400 Jahren oder was mich mir da geschrieben hat, dass ich das noch erkennen kann. Ne? Wenn ich euch eine Mohnpflanze mal, dann denkt ihr, ich habe einen Alien gemalt oder irgend so eine Scheiße. Ne? Also da gehen erstmal Props raus. Das hat er schon gut gemacht. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann das sein, dass wir eine Pflanze, die es heute noch gibt, in diesem Ding wiederfinden, neben den ganzen Pflanzen, die es eben heute nicht mehr gibt? So, diese Antwort ist ziemlich einfach. Ich glaube, dass dieser Mann hier, egal wer das jetzt war, oder Frau ist mir auch wurscht, oder ein Drache, oder ein Elf, oder Alf hat es geschrieben, ist mir Latte, wer das geschrieben hat, das ist ein direkter Hinweis auf den Urzeitcode. Urzeitcode. Ne? Ich habe es euch hier nochmal rausgesucht. Urzeitcodes. Könnt ihr selber googeln und eingeben. Der Segelohrenbob hat da viele Videos drüber gemacht. Und ja, guckt es euch einfach mal an, würde ich sagen. Lest vielleicht mal ein paar Sachen, wobei da müsst ihr aufpassen. Es gab ein Video von der Arsch wieder geht auch anders. Bei dem bitte nicht lesen. Ne? Das ist ein Gatekeeper, aber ist egal. Das Beste ist, ihr guckt euch von KenFM, hat der YouTube-Kanal ist ja leider gelöscht worden. KenFM hatte den Enkel oder ich glaube, es war der Enkel von dem Erfinder oder Entdecker des Urzeitcodes interviewt. Das Video geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde. Ist leider nicht mehr auf YouTube. Also, es ist, glaube ich, noch auf YouTube. Müsst ihr mal eingeben. Wie ich KenFM, Urzeitcode, keine Ahnung. Ich suche euch das aber jetzt unten raus. Falls das ihr noch raussucht, haut es mal unten in die Kommentare. Dann kann ich das noch in die Beschreibung hinzufügen. Also ich würde euch empfehlen, hört dem Mann zu und nicht irgendwelchen Schmurblern, die abschreiben und keine Ahnung haben. Also es ist klipp und klar, meiner Meinung nach sehen wir eben hier die Pflanzen ja eben mit Urzeitcode behandelt, sage ich mal, beziehungsweise vielleicht war das ja damals noch die Zeit, wo die Pflanzen so waren, das weiß ich nicht. Also es ist schon erstaunlich, wie viele er hier aufzeichnet. Ne, wenn man jetzt mal beim Segelohrenbob oder bei anderen, die sich mit solchen Sachen beschäftigt haben, wenn man da 15 Pflanzen zum Experimentieren genommen hat, dann ist das schon viel. Mittag! Ja, dann ist das schon viel. Ne? Also hier, das müsste dann schon, ich meine, es wird ja gesagt, aber hier vom König, im Königshaus angestellt, bla bla bla. Da bestände schon die Möglichkeit, dass er die Zeit hatte und das eben auch umsetzen konnte. Also in der normalen damaligen Zeit, als er was zu fressen hat und seine Sklavenscheiße beim König bezahlen kann. Ne?
Und also zumindest zum Ende hin der Könige. Die wirkliche Königsding, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja, also vielleicht hat er auch die Möglichkeit gehabt, dass man sagt, er hatte eben ein Labor, hat er die Hochspannungsversuche gemacht und hat es eben nicht wie die Hobbybastler mit eben nur 5, 6 Pflanzen gemacht oder 10, sag ich mal, Sorten von Pflanzen, sondern eben mit allem, was er irgendwo gekriegt hat. Und daher könnte dann so ein Umfang an Pflanzen, was ihr eben seht, ich hatte irgendwo, glaube ich, schon eine Kartoffel gesehen, finde ich aber jetzt auf Anhieb nicht, da war da unten nur die Frucht oder so, oder Möhre oder Kartoffel, die erkennt ihr auch noch. Ne? Also ich denke, schaut euch mal das mit dem Uhrzeitcode an und dann ist das hier mit den Pflanzen, dann macht das vielleicht auch Sinn, dass er es in einem Dialekt oder ein bisschen verschlüsselt geschrieben hat, das werden wir noch sehen, Kai ist ja drüber an der Übersetzung. Und ich denke aber mal, wenn man eben den Bezug kriegt, dass das eben nicht alles Hokuspokus ist, sondern dass die Bilder schon was zu bedeuten haben, ne? Dass er eben wahrscheinlich das beschreibt und versucht hat, das zu erklären, was Segelwumper im Grunde genommen auch gemacht hat. Ne? Vielleicht hier halt ein bisschen ausführlicher, ich meine, mit königlicher Unterstützung geht dann auch ein bisschen mehr. Ne? Also liebe Könige da draußen, wenn ihr da wahre Forschung, da tut ihr in Tekut Eli ein bisschen unterstützen. Ja, das dann, also von denen kommt nichts. Vergisst es, die haben das seit 400 Jahren, die sind ja den Scheiß, die werden eure Steuern haben und euch verarschen den ganzen Tag. Ne? Ja, unterstützen Kai, würde mich freuen. Mich braucht er nicht unterstützen, ich habe damit nichts zu tun, mir ist das nur wegen dem Kalender aufgefallen, ich will das auch gar nicht, das ist überhaupt nicht mein Thema, ich mache Strom und Elektrik. Ne? Gut, wir machen jetzt gleich Teil 2, das wollte ich erstmal auf die Pflanzengeschichte eingehen und ich habe mir hier noch ein paar Punkte gemacht, wo wir uns jetzt mal einzelne Seiten noch mal angucken, dann mache ich schon mal ein paar Schnitte rein, ne, dass ich jetzt nicht so lange hier rumsuchen muss und so. Und dann gucken wir uns das mal an. Bis gleich. So, willkommen zurück. Teil 2 gleich, bin ich jetzt gleich in Teil 1 wahrscheinlich mit ran. Ja, hier Seite 116. Wir haben ja die vorhergehenden Teile oder Seiten sind eben Pflanzen bezogen, sag ich mal. Und über, ja, was weiß ich, was halt drinsteht. Dann ist es schon ein bisschen naheliegend, wenn man jetzt mal hier vermuten könnte, dass das die 4 Jahreszeiten sind. Ne? Weil bei Pflanzen ist das nicht ganz uninteressant. Wenn man die nämlich im Winter pflanzt, ist das ein bisschen scheiße. Ne? Also ich denke, hier ist schon der erste, ja, Hinweis, sag ich mal, eben auch auf die, was ist Hinweis, auf die 4 Jahreszeiten einfach. Ne? Ihr seht hier 219 Seiten hat das Buch, ist ein bisschen weniger, so eine Einleitung und hinten dran sind noch ein paar Bilder vom Buch selber. Und bei 124, hier wird es dann interessant, ich weiß nicht mehr, ob das die Seite war, aber ich glaube, das war das, was Kai mir gezeigt hatte, also Dick und Eli. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen ranzoomen, wir erinnern uns, was die geschrieben haben, ne? Fantasiesprache, Fantasiebuch und verschlüsselt und alles in Hirngespinste und an Haaren herbeigezogen. Ne? Das sind die Mondphasen, Jungs. Haben die, das sind gut, die sieht man nicht, ja? Die sind so halb gemalt, kann man 400 Jahre, ist das nicht ersichtlich, dass das die Mondphasen sind. Ne? Naja, ne? Also ich denke mal, warte mal, ich will ein bisschen kleiner machen. Also das ist die Seite 124, ne? Hier haben wir die Mondphasen. Leider ist die Qualität von dieser Seite hier nicht ganz so gut. Ich habe es auch nur online gemacht. Vielleicht, wenn ich das mal runterladen würde, würde ich da vielleicht noch ein bisschen mehr sehen. Das Problem, warum die meisten Wissenschaftler das so nicht sehen, die gehen eben vom 12-Monats-System aus und dann hast du eben verloren, ne? Weil es sind nur mal 13 Monate, ne? Könnt ihr euch ja mal in meinem Video Kalenderlüge angucken. Und ja, ich denke, deswegen kommt da keiner drauf. Deswegen wurde das eben auch ein bisschen verdreht und so. Naja, kann man jetzt selber sich was zusammenreiben oder auch nicht. So, hier haben wir jetzt die Seite 130, da habe ich mir aufgeschrieben, Fischezeitalter. Das haben wir hier, das ist jetzt ein bisschen, muss man ein bisschen ranzoomen, ich meine, kann man irgendwo als Fisch nachvollziehen. Das wären dann eben wieder die, ja, die warte mal, das habe ich euch rausgesucht. Ne, gebt da einfach ein Fischezeitalter zum Beispiel.
Also ich habe eingegeben Kalender Fische Zeitalter. Ich hau euch das auch nochmal rein. Und dann habt ihr bei dem Zyklus der Präzision, könnt ihr euch ja mal durchlesen, ne? Kommen wir dann hier unten, seht ihr dann, also wir sind jetzt im Wassermann-Zeitalter. Das war dieses, oh, ich will nicht lügen, war das dieses, die Welt geht unter 2012 oder wie gesagt, dann der Maya-Kalender endet oder irgend so ein Schwachsinn. Nee, das sind die äußeren Ringe halt. Wisst ihr, haben wir einen Schlangenträger, ne? Sehr interessant, wer mein Video Kalender gesehen hat. Und ja, wie gesagt, ne, hier geht es um die, wir sind jetzt im Wassermann-Zeitalter. Ich bin ja auch Wassermann, ja Mann. Und ja, guckt es euch einfach mal an. Ne, die 12 platonischen Monate. Ja, ich will da gar nicht mehr, weiter drauf eingehen, auf diesen Dünnschiss. Ja, haben wir so ermittelt, so streitsten Sternbilder, ne? Da habt ihr dann eben auch den Schlangenträger. Und naja, macht dann alles Sinn, ergibt doch Sinn am Himmel, du kannst das alles genau, aber das ist ja, ne, wir machen lieber 12 Monate, das ist alles schön kompliziert, keiner rafft mehr irgendwas und dann findest du dich eben vor RTL wieder, ne? Und vor der Tagesschau. Gut. Also das mal zu den Zeitalter hier, der Wassermann ist, glaube ich, Ultrazias, Steinbock, ne? Das ist eben das. Wenn man jetzt hier in das Mönch-Manuskript hier habt, dann Steinbock oder Witter, ich meine, das kann man dann auch selber mal gucken. Ne? Es sind ja hier noch mehrere Seiten, die eben die, ja, die Tierkreis sind, das wird ja Zwillinge sein oder so. Ich weiß, ich bin ja kein Sternmüll hier, ne? Sternzeichen, Heini. Ich habe das nur mit dem Kalender damals so ein bisschen, ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen und dann hätten wir noch 158. Hier geht es dann anscheinend so ein bisschen Erklärungen. Da sehe ich jetzt auch nicht gleich, was da hier gemeint sein soll mit oder so. Aber ich denke, wenn wir uns die Sachen erstmal übersetzen, wo wir zumindest eine Vermutung haben, woran das eben anknüpfen könnte oder so eben an die Jahreszeiten oder Pflanzen und so. Ich meine, das liegt ja schon irgendwo nebeneinander. Auf der Seite 158 haben wir wieder meiner Meinung nach das ja, ich sage jetzt mal das Eiserne Kreuz, ein bisschen abgeändert. Ne, ja, 4 Jahreszeiten, meiner Meinung nach. Ne. Kann sein, dass ich mich jetzt hier, oh, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es mal ein Ansatz, dass man das mal ein bisschen mit eben so herangeht, sage ich mal. Ich habe dann noch, hier hinten kommen jetzt komischerweise, kommen dann hier wieder Pflanzen. Keine Ahnung warum, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen durcheinander oder was, weil das haben sie vielleicht mit Absicht gemacht. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, hier diese Pflanze, und zwar die Sonnenblume. Ich weiß nicht, hatte ich die jetzt rausgesucht? Nee, ich glaube, wer kennt, jeder kennt eine Sonnenblume, oder? Wenn nicht, Google, YouTube, DuckDuckGo oder was auch immer, ist euer Freund, da könnt ihr euch mal eine Sonnenblume anschauen. Ne? Also ich habe hier Sonnenblume gefunden, ich habe eine Mondpflanze drin gefunden, ich habe die 4 Jahreszeiten gefunden, ich habe die Mondphasen gefunden. Und das Fischezeitalter im zyklischen Ablauf der Präzession. Tja, keine Ahnung, also entweder alle zu blöde, mein Hirn anzustrengen oder so, die sehen das alle nicht. Also eine geheime Blabla, ja, Jungs, hier. Ne, ich denke, die wollen nicht, dass wir das übersetzen, um eben dann zu erkennen, dass die damals 10.000 Mal schlauer waren wie wir und dass wir komplette Vollidioten sind. Ne? Und in diesem Sinne, lasst kacken. Und ganz wichtig, lasst euch nicht verarschen und verarscht euch nicht selber. Das Allerwichtigste. Tschüssi.